Die Züchtung des Supermenschen. Hintergründe zum Transhumanismus und der Bevölkerungspolitik. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man mit Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Versklavung zu lieben. Wow. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns einen neuen Peter rein. Na, Peter Eden, man. Der Peter heißt, die Züchtung des Supermenschen. Hintergründe zum Transhumanismus und der Bevölkerungspolitik. Interessante Geschichte. Ist mal wieder von dem Kanal 9 Minuten, wechselt die Perspektive. Der mit der crazy Stimme. Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal wieder in ein Video von ihm rein. Ist ein cooler Dude, der war auch mal hier im Chat bei uns gewesen. Checkt auf jeden Fall unten die Links in der Beschreibung. Twitch vorbeikommen, Rumble abonnieren und Videos in den Discord reinschicken. Jetzt gehen wir rein. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren. Ich weiß schon ganz genau, wie das läuft, Bro. Let's get it on. Wir sind da. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man mit Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Versklavung zu lieben. Heftige Worte direkt zu Beginn hier. War genau das, ihre Versklavung zu genießen, was ich in meiner wackeren neuen Welt herausstellen wollte. Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung treibt. Da war er, der Maniak. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Wow. Da kann man eigentlich schon das Video beenden an der Stelle. Das ist alles gesagt, oder? Das ist alles gesagt gerade jetzt schon. Eugenik. Transhumanismus. Die Züchtung des Supermenschen. Eugenik. Darunter wird die Lehre von der Verbesserung der biologischen Erbgutinformation des Menschen verstanden, mit dem Vorhaben, über die Auslese bzw. der selektiven Zucht den Evolutionsverlauf des Menschen unter Eigenregie steuern zu können. Der Begriff Eugenik stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie von edler Abstammung oder auch edel geboren. Die theoretische Prämisse basierend auf der darwinistischen Evolutions- bzw. Selektionstheorie und den aufgezeigten Entwicklungsgesetzen der Tier- und krass, das baut quasi auf die Evolutionstheorie auf, die meiner Meinung nach nicht, also ich glaube nicht daran, an die Evolutionstheorie. Glaube ich nicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das, weil ja diese Sachen darauf basieren quasi, dass es vielleicht sogar bewusst gestreut wurde, im Wissen, dass es nicht stimmt. Ist ein Aluhut-Talk, Digga, aber das fühle ich gerade. Pflanzenwelten war es eine Degeneration der Gesellschaft bzw. der sogenannten menschlichen Rassen entgegenzuwirken. Dies sei auch nach Charles Darwins Auffassung die Haupttriebkraft der Evolution zu neuen Arten. Sozusagen das Prinzip des Überlebens des Stärkeren, die Auslese der Besten. So bahnte sich die Eugenik von der 1 bis Das ist halt die Grundlage für ganz viel Shit, ne? Für ganz viel negativer Scheiß, der auf der Welt dann passiert ist danach. Der wissenschaftlichen Rassenideologie ihren Weg über die sozialdarwinistische Naturlehre zu den empirischen Wissenschaften. Eine Brücke zur Eugenik bildete der britische Ökonom Thomas Malthus. Er beschrieb 1798 in seinem vierbändigen Essay Bevölkerungsgesetz, dass die Überbevölkerung in Anbetracht der begrenzten Ressourcen ein Problem für die Entwicklung der Ökonomie sowie der Gesellschaft. Das ist ja auch das, was Klaus und der WEF uns eintrichtern wollen. Stelle. Er war der Meinung, dass ein Mensch, der keinen Mehrwert für die Wirtschaft und der Gesellschaft einbringe, nicht das mindeste Recht zu leben habe. Unter ähnlichen Motiven wurden bekanntermaßen auch einst britische Sträflinge zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert nach Australien deportiert, die Ureinwohner massakriert und der Kontinent als sogenannte Sträflingskolonie neu begründet, um die britische Gesellschaft von Kriminellen zu bereinigen. Die Eugenik wurde schließlich 1869 durch den britischen Anthropologen. Habe ich letztens auch wieder drüber nachgedacht, so wie viel Völker eigentlich ausradiert wurden, um neue Völker oder neue Länder zu gründen quasi so. Komplett Amerika, Nord- und Südamerika basiert darauf, Australien. Da überall spricht man Sprachen, die eigentlich mit dem Land an sich nichts zu tun haben, so weißt du. Man spricht in ganz Südamerika Spanisch,
Obwohl Spanier Europäer sind und die Leute, die vorher da gelebt haben, eigentlich kein Spanisch gesprochen haben. In Nordamerika spricht man Englisch, obwohl es eigentlich Indianer waren, die ausgerottet wurden und dann Europäer das neue Land Amerika gegründet haben. Das ist eigentlich krass, wenn du mal einfach das so versuchst zu verstehen, die Historie dahinter so. Australien genauso. Und auch da wurden Menschen halt in verschiedene Klassen aufgeteilt so. Ureinwohner sind weniger wert, die können wir ausrotten, ist kein Thema so. Ist crazy, Alter, wenn du überlegst. Wie viel und wie große Teile der Welt eigentlich vernichtet wurden, beziehungsweise einfach als was anderes. Das ist so krass, wenn du jetzt mal überlegst. Das sind Leute einfach in ein anderes Land, haben die Leute da ausgerottet und haben gesagt, das ist jetzt unser neues Land so. Wir gründen jetzt hier ein neues Land. Ja, so, wenn du es mal runterbrichst, wie crazy das eigentlich ist, weißt du, und das ist in vielen Teilen der Welt passiert so. Wurde auch versucht in anderen Teilen der Welt, aber hat nicht funktioniert. Logan Francis Galton begründet. Galton war nicht nur der geistige Anhänger Charles Darwins, sondern auch dessen Cousin. Er war der Annahme, dass die Vermehrung sozial höher gestellter Personen mit hochwertigen Erbanlagen, die er als geistige Elite bezeichnete, eher gering sei zu dem Anteil von sozial Schwachgestellten mit minderwertigem Erbgut. Dieses Missverhältnis galt es zu korrigieren. So sollten die Erbanlagen laut Galton durch fortschrittlich geltende Maßnahmen, wie zum Beispiel durch Empfängnisverhütung, Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation, politische Beschlüsse langfristig verbessert werden. Diese sozial-utopischen Visionen waren zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert vor allem in Amerika und westeuropäischen Ländern weit verbreitet und wurden breit diskutiert. Jedoch reichen diese Thesen weit in die Renaissance und bis nach Platon zurück. Oder gar noch etwas weiter. Immerhin wurde das Prinzip des sogenannten... Weiter? Ich finde seine Stimme crazy. ...blauen Bluts des Adelsgeschlechts und Aristokraten als geistige Elite, die ein in sich geschlossenes Herrschaftssystem bilden, über Jahrtausende hinweg, gesellschaftlich als allgemeingültige Tatsache, akzeptiert. Der französische Schriftsteller Arthur de Gobineau führte Mitte des 18. Jahrhunderts Arthur de Gobineau. Seinem Werk Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen erstmals den Begriff der Rassenmischung ein und übernahm den in der Sprachwissenschaft gebräuchlichen Begriff des Arias in den Bereich der Rassentheorien. Er postulierte eine nordisch-arische Ursprungsrasse und propagierte deren Erhaltung oder Wiederherstellung durch Menschenzüchtung und Auslese. Gobineau. Krank, Bro, ja. Mann, ey, können die Menschen nicht einfach Mensch Mensch sein lassen? Thesen genossen auch hierzulande große Popularität. So wurde Rassenhygiene als Analogie zu Eugenik 1904 durch den deutschen Arzt und Rassenforscher Alfred Plötz zusammen mit Wilhelm Schallmeier in Deutschland begründet. Demgemäß entwarf Plötz das Bild einer Gesellschaft, in der die moralischen und intellektuellen Qualitäten über Heiratsmöglichkeiten und der Fortpflanzung entscheiden. Unerlaubt gezeugte Kinder sollten abgetrieben, Kranke und Schwache sollten ausgejätet werden, wie es hieß. Oder die sogenannte Blutreinheit, die es laut dem Rassenhygieniker Fritz Lenz vor niederen Rassen zu schützen galt. Und die Kolonisierung und die Versklavung indigener Völker dadurch rechtfertigt wurde, da diese nicht kulturfähig seien und nicht zivilisiert werden können. Sieh das an. Das ist die Grundlage dafür, dass ganz viele Menschen ausgerottet wurden. Die Rassenhygiene schließlich ihren Höhepunkt unter dem Nationalsozialismus erreichte. In der Aktion TV. Ich glaube, das ist so, wenn ich hier so in mich reinhöre, Digga, das ist so wichtig, dass wir verschiedene Arten von Menschen auf der Welt haben, damit wir voneinander lernen können, Digga. Kulturen uns aneignen können. Die Kulturen kennen sich mit den Dingen besser aus. Die Kulturen kennen sich mit den Dingen besser aus. Dann kommen wir zusammen, tauschen uns aus, machen das Best of both Worlds quasi, so, weißt du? Das ist doch was Schönes. Also ich bin so, ich habe von Anfang an, seitdem ich geboren wurde, wahrscheinlich auch, weil ich gemischt bin aus zwei Rassen eventuell, das Gefühl gehabt, dass wenn wir miteinander uns austauschen und voneinander lernen, dann können wir so viel schöne Dinge kreieren und wenn wir zusammen leben und uns respektieren und uns einen menschlichen Wert geben, der egal, der unabhängig ist von Rasse, Herkunft und diese ganzen Sachen und einfach voneinander lernen und uns miteinander umgeben und so. Das ist doch eigentlich voll schön so, weißt du? Also ich fand das immer schon geil, was von anderen Kulturen zu lernen und von Menschen, die anders groß geworden sind, die woanders herkommen und so, die anders aussehen als ich. Ich fand das schon immer geil. Wurden von 1939 bis 1941 über 70.000 Menschen aufgrund von körperlichen, geistigen und seelischen Erkrankungen ermordet und mündeten diese Krankenmorde ideologisch betrachtet in den sogenannten Holocaust. Zu weiteren Unterstützern und bekennenden Eugenikern zählten damals viele namhafte Persönlichkeiten, wie unter anderem ein Theodore Roosevelt oder auch Winston Churchill, der in den Geist des Schwachen und Verrückten eine Bedrohung für Wohlstand, Vitalität und Kraft der britischen Gesellschaft sah.
bekannte sich zur Segregation und Sterilisierung, damit der, ich zitiere, Fluch mit diesen Menschen ausstirbt und nicht an nachfolgende Generationen weitergegeben wird. Oder als weiteres Beispiel Papst Pius XII., der 1953 erklärte, dass der grundlegende Ansatz der Eugenik und der Genforschung moralisch einwandfrei sei. Papst, Teufel, Vatikan, nichts mit Gott und Liebe zu tun. Doch heute von der katholischen Kirche kategorisch abgelehnt wird. So setzt sich die katholische Kirche heutzutage auch für die sogenannte LGBTQ-Kampagne und die Mehrgeschlechtlichkeit ein. Aber nicht aus ethischer Überzeugung, nein, sondern weil es vielmehr dem heutigen Zeitgeist entspricht. Es ist bemerkenswert, wie die Politik, die Wissenschaft und die Kirche sich mittlerweile allesamt die gleiche Weltanschauung teilen. Nach den Auswirkungen That's the plan, bro. That's the plan. Des Zweiten Weltkriegs wurde 1948 schließlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen unterzeichnet und die fundamentale Gleichheit aller Menschen durch die UNESCO zum Ideal erklärt. Ironischerweise wurde zum ersten Generaldirektor der UNESCO kein geringerer als Julian Huxley ernannt. Er war zudem Präsident der britischen Eugenikgesellschaft und ein großer Befürworter der Eugenik, wie der Großteil seiner Familie. Wie auch sein Bruder, der Schriftsteller Aldous Huxley, der in seinem Buch Schöne neue Welt das Bild einer dystopischen Gesellschaft zeichnete mit erschreckenden Übereinstimmungen mit unserer heutigen Realität. Aldous Huxley war außerdem eingeweiht in dem Geheimprogramm des CIA zur Bewusstseinskontrolle. MKUltra. Unter der Bezeichnung MKUltra bekannt. Er bekundete ein großes Interesse an den Forschungsergebnissen bzw. Psychoanalysen in Verbindung mit der Wirkung psychedelischer Drogen an ahnungslosen Probanden. Es ist äußerst naiv zu glauben, dass eugenische Ansichten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fortan abrupt ausgestorben sind. Safe, Digga. Neuer Deckmantel. Die amerikanische Organisation Planned Parenthood. Wurde 1916 durch die bekennende Eugenikerin Margaret Sanger gegründet und besteht die Organisation bis heute. Offiziell werden medizinische Dienste in über 650 Kliniken in den USA, vor allem in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung angeboten. Jedoch ist das Unternehmen auch der größte Anbieter von Abtreibungen und ist der Verkauf von Gewebe und Körperteilen der abgetriebenen Embryos auch ein profitables Geschäft. Teuflisch, Bro. Teuflisch. Forschungszwecken versteht sich. Im Vorstand des Planned Parenthood war auch Gates Senior tätig und leistete auch die Bill und Melinda Gates Stiftung hohe Spendenbeiträge. Ach nee. Billy Boy wieder hier in the building. In dieses Unternehmen. Nebenbei bemerkt ist die Gates Stiftung mit fast 210 Millionen Euro auch der größte WHO-Spender und dürfen wir vermuten, dass sie womöglich auch großen Einfluss auf die Politik der WHO ausüben. Ja, dürfen wir vermuten. Aus der Organisation Planned Parenthood ging auch 1952 der Deutsche Verbund Pro Familia hervor. Der Mitgründer und langjährige Vorstandsvorsitzende von Pro Familia war der Sozialhygieniker Hans Harmsen, der auch die Rassenforschung bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Juden, Zigeuner und Neger sind für uns Deutsche artfremd. Das ist der Gründer von Pro Familia, Bro. Was willst du dazu noch sagen, Bro, ich schwör's dir? God damn. Kriegs im Dienste der nationalsozialistischen Politik führte. Interessant ist es auch zu wissen, dass im Magazin der Pro Familia in den 80er und 90er Jahren im Gewand des Familienschutzes mehrere Artikel von Psychologen und Soziologen publiziert worden sind, die bei sexuellen Kontakten mit Kindern unter bestimmten Bedingungen für Straffreiheit plädierten. Bro. Und die heißen Pro Familia, Bro. Muss dir mal reinziehen, Digga. What the fuck, Digi. Und ich weiß noch damals, als wir uns das Video reingezogen haben von Ketzer der Neuzeit, wo er auch genau darüber geredet hat, so, dass diese Sexualisierung der Kinder und dass gewisser Kontakt, sexueller Kontakt mit Kindern auf irgendeine Art und Weise versucht wird, schön zu reden. Und da gab es auch so ein Buch, Digi. Frühsexualisierung der Kinder, da war so ein ganz komisches Buch, was auch von Pro Familia unterstützt wurde. Darunter vom ehemaligen Vorstandsmitglied Norbert Lammertz oder auch vom Soziologen Rüdiger Lautmann. Die Lust am Kind, Digga. Guck dir es an, Rüdiger Lautmann. Der Typ saß im Vorstand von dieser LGBTQ-Kita in Berlin.
Aber willst du mir noch erzählen, dass da nichts Teuflisches hinten dran steckt? Come on, Bro. Das ist aber krass, wie er diesen Zusammenhang gezogen hat, Alter, dass es von damals schon von der Eugenik und von dem Transhumanismus kommt und so. Sehr interessantes Video. Der zuletzt als Vorstandsvorsitzender der Schwulen- und Lesbenkita in Berlin in die Schlagzeilen geraten ist. Was soll das sein, Digga, Schwulen- und Lesbenkita? Was soll das sein, Digga? Erklärt mir das doch, wie kann irgendein Mensch, der da in diesem Prozess involviert war, das zulassen, dass es sowas überhaupt gibt? Eine Schwulen- und Lesbenkita, wie soll das funktionieren? Ich verstehe das nicht, es geht nicht in meinen Schädel rein, es geht nicht in meinen Kopf rein. Welche Kinder sollen da hingehen? Welche Kinder? Es gibt keine Kinder in dem Alter, die schwul oder lesbisch sind. Gibt's nicht. Wer soll da hingehen? Wo das Ding gebaut wurde, da hätte eigentlich ganz Berlin auf die Straße gehen müssen, Bro. Aber ganz Berlin, Bruder. Aber nein, das war wieder dann diese Propaganda, wenn du da auf die Straße gehst, dann bist du rechts, dann bist du Nazi, dann bist du dies, dann bist du das. Genauso wie bei Corona so. Und dann haben die meisten Leute einfach sich zu Hause hingesetzt und gesagt, ja scheiß drauf, ich geh da nicht hin. Das ist krank, Mann. Wie viele Leute einfach da zuschauen und nichts tun, weißt du? Spätestens, wenn es um die Kinder geht, Digga. Ja, okay, Corona, ihr habt alle Angst gehabt, alles schön und gut und so, aber es geht um Kinder hier, Bro. Auch wenn die Eugenik heutzutage geächtet ist, hat sie doch lediglich eine Begriffswandlung durchlebt und ist heute unter der Bezeichnung Transhumanismus bekannt. Die Globalisierung und die einhergehende Völkervermischung sowie die starken Migrationsströmungen in den letzten Jahrzehnten mögen zwar den gegenteiligen Eindruck von Rassenideologien vergangener Zeiten erwecken. Jedoch trügt der Schein und können wir dahinter dieselben Ambitionen und gewisse soziale Mechanismen erkennen. Es ist keine Frage der Rassenzugehörigkeit, wohl eher der Kastenzugehörigkeit. Globalisten denken auch nicht in nationalen Grenzen. Nun lassen wir das Thema mal beiseite. Folgende Das ist krass. Das ist ein sehr starkes Video. Wir lassen ein, ich sage mal, seltsames Gefühl aufkommen. Aber wenn ich das mal sagen kann, weil ich ja selber sowas geplant habe. Was jetzt? Krieg. Ach so. Bro, weil ich selber mal sowas, Digga, ist dein Ernst? Weil ich ja selber sowas geplant habe. Was jetzt? Krieg. Er haut das einfach so raus, Bruder. Bei der NATO-Übung. Ja, bei dieser NATO-Übung und vor jedem konventionellen oder nuklearen Konflikt werden die Flüchtlingsströme geplant. Wir haben es ja zwischen Afghanistan und Mali mit einem Gürtel von Staaten zu tun, die von den Amerikanern flachgelegt worden sind und weiter flachgelegt werden. Und diejenigen, die das planen, planen die Flüchtlingsströme auch. Sie können ja überhaupt sich militärisch nicht bewegen, wenn sie nicht die Flüchtlingsströme im Griff haben. Herzlichen Dank, wir müssen eine kurze Pause machen. Crazy. Ihre eigenen Kinder in Auslandseinsätze schicken? Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Guck mal, wie die lacht. Guck mal, wie die lacht. Ja, Maniacs. Starkes Video, Bro. Sag ich dir so, wie es ist, Alter. 9 Minuten, wechsel die Perspektive. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Bre unterstützen würdet. Der hat nur 1380 Abonnenten. Ich mag seine Stimme, ich mag seine Videos. Der fasst die Dinge gut zusammen. Geht mal rein, unten in der Beschreibung verlinkt auf jeden Fall. Liebe Grüße geht raus an den Videoersteller. One love, Bro. Und ja, YouTube, eure Gedanken zum Thema unten in die Kommentare rein. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.